Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind mit Nasty bei den Klerikern. Und wir wollen ihr helfen, eine Audienz zu bekommen. Bin mir aber nicht sicher, ob das was wird. So diplomatisch ist sie nicht, wie sie denkt. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Niemals! Wollen Sie zu dem anderen? Ich habe Nasty mitgebracht. Sie ist heute, sagen wir mal, Botschafterin der Morcons. Ja, natürlich. Nasty. Ich erinnere mich. Sie war die Feldherrin, die damals unsere Truppen geführt hat gegen die angreifenden Alps in Ignadon. Was kann ich für dich tun? Stimmt es, dass ihr Kleriker euch am Ende doch noch aus eurem Hort in Ignadon habt vertreiben lassen? Tja, das ist eine der Bürden, die wir zu tragen haben in diesen Tagen. Es fällt uns immer noch schwer daran zu denken, welchen Verlust wir zu erleiden haben, wenn ich an unsere technischen Errungenschaften im Hort von damals denke. Auf der anderen Seite wären wir im Hort geblieben. Wären wir vermutlich alle gefallen. Eine dieser Festungen der fremden Eindringlinge ist direkt auf dem Eingang unserer alten Stadt gelandet und hat dort alles vernichtet. Mag ja sein, aber das war ja nicht der Grund, warum ihr den Hort verlassen habt. Die Wahrheit ist doch, dass die Alps euch in den Arsch getreten haben und ihr achtkantig aus Ignadon rausgeflogen seid, als sie da ein weiteres Mal einmarschiert sind. Nasty? Nun, was soll ich sagen? Sie hat ja nicht Unrecht. Und doch hatten wir keine Wahl. Nur so konnten wir unser aller Überleben sichern. Das ist typisch für euch Weicheier. Erst reißt man sich für euch den Arsch auf und dann lasst ihr euch am Ende doch noch die Butter vom Brot nehmen. Bist du nur gekommen, uns zu beleidigen? Feiglinge seid ihr! Aber keine Sorge, die schäbigen Überreste eurer Blechmann-Armee werden auch bald in Rauch aufgehen. Wenn es nicht die Alps sind, dann diese Pest von Kreaturen, die diese Fremden mitgebracht haben. Also, das ist doch genug! Diese Unterhaltung ist beendet. Ich kann da so ein bestimmtes Muster erkennen bei Nasty. Hey, schau mal, wir haben Besuch. Ah. Kommt doch her, hier bin ich. Muss das sein? Das scheint gut weiter. Boah, diese Drohung. Das ist der Hammer. Ich wollte gerade sagen, ich krieg gar nicht schnell genug den Heiltrank eingeschoben. Oh, jetzt sind wir eben ins Schwert gelaufen. Zweimal. Das muss ja nicht sein. Sind wir da echt noch zu schwach für? Ich kann auch nicht ins Inventar, um erstmal eine Granate rauszusuchen. Nein, geht nicht. Ah, und wir können auch nicht blocken irgendwie. Da haben wir wieder Glück gehabt. Wir tun uns mit einer schon schwer.
Wo sind die jetzt hingelaufen? Mit den Flugdrohnen will ich gar nicht kämpfen. Ich mache auch nicht wirklich Schaden. Ja, wenn die auf einen schießen, ist voll übel. Kommt der jetzt her? Muss der uns auch noch angreifen? Hat er nichts Besseres zu tun? Der ignoriert die einfach. Au. So, erstmal Heiltrank. Oh, oh, oh. Also diese Flugdrohnen, die sind total übel. Oh, man muss schauen, dass wir genügend Ausdauer immer haben. Wenn wir dieses Geräusch hören, muss man ausweichen. Oh, sind wir genau reingelaufen. Unser Bogen ist viel zu schwach für die. Ich hätte vielleicht doch mal in diese Geschicklichkeit investieren sollen, um da stärker zu werden. Ach, Nasty. Kannst du bitte wieder aufstehen? Au! Das mit dem Bogen wird erstmal nichts. Ich kann mich da dagegen auch nicht verteidigen. Wow. Vielleicht sollte ich es mal mit dem Schild versuchen gegen die. Vielleicht würde das helfen. Ah! Oh!
nehme das Schild mal. Wie sieht's denn mit Heilung aus? Können wir uns vielleicht noch irgendwas verbessern? Die kann man bei Gelegenheit alle mal nehmen. Da sehe ich gerade nichts. Stims will ich keine nehmen. Das macht nur die Birne hohl. Wir bräuchten wie viel da noch? Ich bräuchte jeweils 2. Schätze ich mal. Dann sind wir bei 10. Und dann nochmal 2. Sind wir bei 16 geschickt. 16 Punkten, die ich vermutlich setzen müsste, wenn nicht mehr. Weiß nicht, ob ich das gerade machen will. Wie schlägt Nasty sich dann? Ich würde gerne mal wieder landen. Oh. Eieieiei, ist das ein übler Kampf. Moment, wir haben glaube ich noch irgendwo die Armbrust. Vielleicht können wir die mal versuchen. Eine Schrote könnten wir auch mal versuchen. Er lebt noch. Heilung bitte. Mit dem Gewehr sind die einfach verdammt gut. Da. Er lädt nicht nach, wenn ich ihn unterbreche. Jetzt hat 3 Schuss. Heilung bitte. Die sind echt übel.
Das ging ja gerade noch mal gut, ne? Au. Ja, das ist übel, wie die einen treffen. Ja, mit normal ausweichen kommt man da gar nicht weg. Man muss sich echt wegdrehen. Aber dann habe ich kaum zwei zu zielen. Und zum Laden kann man zweimal nicht. Und sie treffen einen halt auch aus extremer Entfernung. Habe ich nicht noch irgendwas anderes, was ich benutzen kann? Also von dem bin ich nicht überzeugt. Au. Zu spät. Nest, die könnte aber auch ein bisschen besser sein hier. Hm? Dann komm her, aggressive Drohne. So. Für den Nasty noch hier im Kampf. Unglaublich. Was für ein übler Kampf. Also die Drohnen. Für die brauchen wir mal irgendwas Besseres. War da nicht noch ein bisschen was Blaues hier? Dann sammeln wir den Rest mal ein. Dieses verfluchte Klerikerschwein, hetzt er uns seine Maschinen auf den Hals. Warum musstest du ihn auch provozieren? Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Haben die Robots dich etwa nicht angegriffen? Der Angriff galt ja eigentlich nicht mir. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, scheiß drauf. Was sollte der Mist eigentlich? Das war doch keine Verhandlung, das war die reinste Provokation. Kann ja nicht jeder so eine Weicheierei ertragen wie du, großer Meister. Blödsinn, du führst keine Verhandlungen, du stiftest nur Unfrieden. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe dich nicht um Kommentare bei meiner Vorgehensweise gebeten. Ja, aber mein Arsch hängt auch da mit dran, du Furie. Du willst diesen Mist also tatsächlich weitermachen, ja? Du solltest ein bisschen mehr auf dich achten. Du gerätst irgendwann an die Falschen, wenn du so weitermachst. Ich tue das, was ich für richtig halte und sag dir Bescheid, sobald ich die Vorbereitungen für die nächste Aktion abgeschlossen habe. Nasty, gefällt das überhaupt nicht. In der Zwischenzeit werde ich weiter trainieren. Ich werde es wohl kaum verhindern können, oder? Nein. Eieieiei.
Also ich hätte nicht gedacht, dass der zweite Auftrag mit Nasty so übel ist. Da hätte ich mir doch ein bisschen einfachere Sachen erhofft. Da kann ich ja gleich die Missionen von den anderen machen. Vielleicht gibt es auch einen Trick gegen die, den ich noch nicht verstanden habe. Was geht sie jetzt? Mitkommen. Gut. Dann nehmen wir sie erstmal wieder mit. Der Krater ist hier. Darius. Dann schauen wir doch mal. Kann doch nicht sein, dass der immer noch nicht da ist. Ich weiß natürlich gar nicht, ob Nasty das überhaupt gefällt. Wie ist das so für jemanden wie dich, bei den Morkons zu leben? Direkt und klar, ohne Umschweife oder gekünstelte Kacke. Jeder ist gerade raus und sagt dir, was er denkt. Eine einfache Art der Kommunikation und der Befehlskette. Was will ich mehr? Ist das richtig? Ich habe gehört, die haben sich geprügelt. Machst du dir das nicht ein bisschen zu einfach? Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Mauern helfen nicht. Wo bleibt der Mist? Wenn die Löcher größer werden. Wer nachgibt, verliert irgendwann alles. Da draußen lauert der Tod. Vielleicht sollte man doch einfach mal hier nochmal übernachten. Oh, Scheiße. Alles gut. War genau getimed. Sollen wir mit Nero mal sprechen? Wegen der Kopfgelder. Gut, dass du sie ansprichst. Du jagst doch Dixon. Hattest du Erfolg? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Enttäuschend. Ich werde seinen Fall wohl selbst in die Hand nehmen müssen. Du hast doch Cranes Auftrag an dich genommen. Ist er abserviert? Nein, im Krater ist er nicht. Entkommen? Obwohl er in der Falle saß? Schwer zu glauben. Wie sieht es mit Aaron aus? Neuigkeiten? Sie muss über alle Berge sein. Ich habe nur ein paar Leichen gefunden. Bedauerlich. Dieses kleine Luder tanzt uns schon entschieden zu lange auf der Nase rum. Suchst du sonst noch jemanden? Momentan nicht, aber das kann sich schnell ändern. Schau in 2 Tagen nochmal an der Tafel vorbei. Gibt es einen Grund, warum du diese Arbeit machst? Deinen Wissensdurst will ich gerne stillen. Nur muss ich für die Antwort etwas ausholen. Stell dir vor, du malst ein Bild. Sagen wir, einen Regenbogen. Natürlich brauchst du Farbe. Viel Farbe. Rot, gelb, grün, blau. Nur um dein kleines Meisterwerk ins rechte Licht zu rücken. Während du dir das alles zusammenlegst, kommt jemand und stiehlt das Rot. Ersatz, das weißt du. Gibt es nicht. Also gibst du klein bei und malst mit dem Rest weiter. Als du fertig bist, fällt dir auf, dein Regenbogen ist kein Regenbogen. Er ist ein Haufen Scheiße. Und anstelle von Farben siehst du schwarz. Jetzt kommst du zu mir und berichtest, was vorgefallen ist. Der Dieb hingegen
wähnt sich in Sicherheit. Dass er sich die Finger schmutzig gemacht hat, stört ihn nicht. Und so wird alles um ihn herum mit seinem Dreck überzogen. Sein Bier, seine Freunde, seine Frau. Überall klebt seine Spur. Alle sehen rot. Ich dachte, das hätte er geklaut, das Rot. Ich sehe den Regenbogen. Denn sobald unser Freund nicht mehr ist, kann er nichts mehr schmutzig machen. Alles ist sauber, alles ist perfekt. Verstehst du? Ein Ich hasse Verbrecher hätte gereicht. Ja, du warst sehr deutlich. Ja, du warst sehr deutlich. Mir geht es nicht in erster Linie darum, jemanden zu beseitigen. Das ist mir zu banal. Meine Profession ist Kunst. Und das Bild, an dem ich arbeite, hat klare Strukturen. Je mehr Leute das Ergebnis sehen, desto mehr bleiben im Rahmen. Aus Chaos wird Ordnung. Selbst hier im Krater. Ja, vielen Dank für diese philosophische Ansprache, Nero. Aber, ich glaube, er hat trotzdem einen an der Waffe. Ne? So. Ich glaube, wir versuchen es noch einmal mit hier übernachten. Und schauen, ob Mick wieder da ist. Ansonsten gucken wir erstmal was anderes. Jetzt braucht man nur wieder ein Bett, in dem wir übernachten dürfen. Ob wir hier schlafen dürfen? Wir versuchen es einfach mal. Hallo Stöpsel. Hast du ein paar Tipps für mich? Übers Klauen? Klar, da kann ich dir einiges drüber erzählen. Allerdings wird dich das was kosten. Ist nicht ganz billig. Das meiste davon muss ich sowieso abdrücken. Also, was willst du wissen? Na, Taschendiebstahl, ich glaube, das machen wir nicht. Besseres Schlösserknacken wäre vielleicht nicht so schlecht. Aber nicht jetzt. Danke erstmal, Stöpsel. Danke, dass wir bei dir knacken dürfen. Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. So. Kalt lässt mich das nicht. Dann schauen wir doch mal schnell, ob er hier ist. Da muss irgendein Witz dran sein. Der muss irgendwo anders sein. Der ist ja immer noch nicht da. Oder hat er sich damit aus dem Staub gemacht? Die Arbeit wird nicht weniger. Er sollte doch das Schlafmittel da untersuchen, das Beruhigungsmittel. Der Bescheißer. Naja, jetzt guck mal, wenn ich mir heute nach, mach mal diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.